Schönen guten Tag, Kaffeefreunde. Wer mich nicht kennt, ich bin Antonino, ich bin eine Kaffeemaschine-Techner und heute habe ich für Wohnmobil-Liebhaber eine wunderbare Nachricht oder Neuigkeit sozusagen. So, wie ihr es schon gesehen habt, wer mich schon kennt und so weiter, wisst ihr schon, dass ich die Bell Espresso 12 Volt PET-Maschine für unterwegs zur Verfügung habe. Und für Wohnmobil, Boot, Bus und so weiter. Ja, diese Maschine funktioniert einfach mit 12 Volt, ohne Inverter, ohne Stromwechsel. Einfach zwei Kabel, eine Plus und eine Minus, wird einfach in eine Batterie eingesteckt und dann gut ist. Die Maschine wird warm und wenn die Licht später aus ist, können die Pad einstecken, Hebel zu. Und dann vorbereitet eure Super Espresso. Die Neuigkeit ist, weil wir das gesehen haben, hier sind normale ist die Maschine mit diesen zwei Metalladapter, ja, dass das wird einfach in die Batterie eingesteckt, mit einer Mutter befestigt und gut ist. Aber viele haben mir gesagt, Antonino, meine Batterie, mein Wohnmobil ist unter den Auto versteckt, ist ganz schwierig zu erreichen und ich würde gerne die Maschine kaufen, aber ist mir ungünstig, alle Batterie und Kabelverlängerung und all diese Sachen. Und dann kam man die Idee mit den einfach, weil 12 Volt ist, einfach in eine Steckdose für Zigarettenanzünder zu machen. Ja? Damit das möglich ist, ich habe mir jetzt von den Hersteller selber, habe ich mit ihm gesprochen, habe ich gesagt, hallo, hört mal, die Leute möchten die Maschine direkt anschließen, was können wir machen und so weiter. Und er hat gesagt, ja, wir haben einen Adapter extra hergestellt für die Maschine. Und wie ihr da seht, ja, das ist einfach ein Stecker für die Zigarettenanzünder, okay. Aber das ist ein bisschen speziell, weil hier drin ist eine Sicherung, wie ihr seht, ist da auch eine Lampe, ist eine Sicherung ein bisschen mit einem kleinen Widerstand auch, das ist eine Spezial. Das ist ein Stecker, wir sehen auch die Größe von dem Kabel. Ja, also mindestens, ich komme drauf jetzt, also wie ihr seht, das ist speziell, es ist nicht ein günstiger oder billiger Zigarettenentzünder, das hier bei Chinesen oder unterwegs kauft. Das ist extra für die Maschine. Ja? Die hält bis 20 Ampere. Ist extra für die Maschine zugelegt, also aufgestellt worden. Ja? Ich habe bis jetzt nie direkt zusammen gemacht und dann verkauft, weil ich weiß nicht, welche elektronische Anlage die Leute in seinem Wohnmobil oder Bus oder Auto oder was auch immer, weil immer mehr Leute macht alles selber. Wohnmobil, selber einrichten und so weiter. Und meisten die Leute, dass diese elektronische Anlage mag, sind keine Elektriker, die haben nicht so viel Erfahrung mit Strom und so weiter. Die machen ein paar schöne paar Meter Schlöcher, Strom, bla 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 und fertig ist. Weil ich normal möchte keine Leute in Gefahr bringen oder selber die Leute können sich in Gefahr durch Unwissenheit, habe ich immer so geliefert, sollte einfach in den Stecker rein. Aber wer will und schon ein bisschen Erfahrung mit der Maschine gemacht habe oder schon ein bisschen mit elektrisch sich auskennt und so weiter, gibt die Möglichkeit, diese Stecker hier einzustecken. Ja, also ist ganz einfach. Rot und schwarz, rot und schwarz. Ihr wird abgezwickt durch eine Isolierzange die Isolierung weggenommen. Hier, wie ihr da seht, haben wir extra, hier ist eine Gummi. Hülle machen wir runter und hier runter. Und hier sind die Metall. Hier werden die anderen Seiten rot mit rot und schwarz mit schwarz. Okay? Hier. Und dann durch diese Metallklemme wird einfach fest. Okay? Diese Seiten und diese Seite. Und danach Absicherung macht ihr die Gummi drauf. Von dieser Seite und die andere Seite. So passiert auch, wenn Schlüsse zusammen keinen Kontakt. Ich werde euch später empfehlen, eventuell später danach, wenn alles richtig ein bisschen mit Feuer, damit diese Plastikgummi besser
festmachen und eventuell noch als Sicherheit noch echt wirklich ein bisschen Isolierband von diese Spitzen, diese Seiten und ein bisschen von anderen Seite. So, diese Gummi hat keine Möglichkeit zu rutschen nach vorne oder in die Bombe fest. Oder ein bisschen mit Feuer oder ein bisschen, ja. Und so habt ihr die Steck einfach hier. Okay, und könnt einfach in eure Lieblingszigarette anzünden. Aber die Geschichte nicht zu Ende. Bevor ihr die Maschine mit das verbindet und dann in den Steck, in den Zigarettenanzünder einsteckt, ihr müsst ein paar Regeln noch folgen. Wie gesagt, die Maschine zieht sehr viel Ampere, sehr viel Strom. Bis 14 Ampere. Okay? Und die meisten Auto oder kleine Wohnmobil oder sowas oder Anhänger oder Boot und so weiter sind abgesichert mit 15 Ampere, also denke ich zwischen 10 und maximal bis 15 Ampere. Aber bis 15 Ampere werden echt knapp. Das heißt, ihr könnt das Gefahr, steckt die Kaffeemaschine rein und geht die Sicherung, also ist kein Problem, die Sicherung kostet ein paar Euro. Aber ich durch den Stress oder ein bisschen Angst, bam, passiert dann, ne? Mehr, manchmal mache ich mehr Sorge, als was ich wirklich das passiert. Weil kriegt eine Sicherung, es ist nicht dramatisch, aber wenn ihr da seid oder daneben gesehen habt. Das heißt, wird ein bisschen gefährlicher, wenn eure elektronische Anlage mit einer Sicherung von 15 Ampere abgesichert ist. Und eure Leitung zu dünn sind. Also, wenn ihr seht, ihr seid echt dick von der Maschine, ihr seid echt dick, die sind zwischen, normalerweise die sind 4 mm, ja, die 4, die sind auch, ist ein bisschen übertrieben, aber ist sehr viel Ampere, ist, ich kann das verstehen. Also 4 mm und die anderen sind ein bisschen zwischen 2,5 oder 3 mm, ein bisschen feiner. Ja? Ja. Das heißt, ihr müsst aufpassen und eventuell, wenn ihr einen Elektriker habt oder ihr selber ein bisschen Ahnung habt, guckt mal eure Bedienungsanleitung in eure Bus oder fragt eure, wo ihr denn eure Wohnmobil gekauft habe, bitte, wie viel Ampere ist abgesichert meine Steckdose? Oder bei manchen Steckdosen steht drauf, mit 20 Ampere abgesichert, mit 15 Ampere. Wenn ihr weiß nicht, seid ihr sicher, bitte, tu mir einen Gefallen, diese Stecker nicht einstecken. Eine könnte den Sicherung kaputt gehen, es ist nicht normal. Aber ich weiß nicht, das könnte einfach auch eine Schindille machen oder Verbrennungsgefahr. So. Ja, besonders wer diese Anlage selber bastelt oder sowas. Das heißt, macht ein bisschen mit Kopf. Ja, einfach fragen an Elektriker oder jemand, das heißt, bestimmt jemand von uns in der Familie oder in dem Freundkreis kennt einen Elektriker oder auf den Arbeiter oder einen Mechaniker, dass sie sich gut ein bisschen auskennt, das ist ganz normal. Oder am besten, wo ihr den Waage gekauft habe, bitte rufen, hallo, können Sie mir sagen, wie viel Ampere ist abgesichert? Meine, die meisten Leute werden euch nicht sofort eine Antwort geben, weil ich habe selber probiert, ich habe viele Händler gefragt, weil viele, welche Modelle haben Sie? Ich habe extra ich gefragt, viele Kunden, aber viele Leute haben sich das nie Gedanken gemacht, ob du sowas einstecken kannst oder wie viel Ampere unbedingt. Ja, 90% wusste das nicht, musste ein Handbuch nachschauen. Manche haben gesagt, ja, wussten die sofort, manche nicht. Aber auf jeden Fall, Frage kostet nicht. Das heißt, bevor ihr diesen einsteckt und so weiter, kontrolliert, bis wie viel Ampere. Also muss abgesichert mit 20 Ampere Sicherung und die Kabel, ja, hinter diese Stecker muss mindestens eine Größe von, ich denke, sind normal da aufgelegt, mindestens 2,5 mm. 2,5 mm mindestens. Okay? Und sonst könnt ihr später eure Kaffee genießen, einstecken, immer abziehen, einstecken, wann ihr möchtet. Aber bevor ihr das einstecken, muss diese Kontrolle machen, diese Kleinigkeit, Sicherung 20 Ampere,
Leitung mindestens eine Größe von 2,5 mm und dann seid ihr gut abgesichert. Okay. Ja. Also, wenn ich hier denke, ich habe ich mich sehr viel wiederholt, immer das Gleiche, weil ich wollte sicher, dass keiner sich verletzt oder keiner keine dumme Idee, weil manche denken nicht, ah, ich habe schon, ich kenne schon vor. Weil viele das einen impulsiven Charakter haben, ja, ich habe Probleme, Steckdose, haben die vielleicht eine abgezickt, billiger Zigarettenzündungsstecker und dann boom. Okay. Oder die Leitung wird sehr warm, wenn du eine natürlich ganz dünne Kabel und dann es ist nicht gut. Macht ihr euren Job vernünftig und dann wird nicht passiert, eine Absicherung und so weiter. Hier drin, wie gesagt, ist schon ein Widerstand mit einer Absicherung. Ihr habt das Licht, sowieso, ihr werdet, wenn ihr einstecke, dass das Licht angeht und das ist alles in Ordnung ist. Ihr benutzt. Ich gebe da euch einen Rat, auch Strom ein bisschen zu sparen. Ihr benutzt die Maschine für den ganzen Tag, könnt ihr einfach eingesteckt lassen. Oder ihr habt hier zum Beispiel Aus- und Einschalter. Ja? Ihr könnt einstecken lassen, das passiert nicht, aber später, wenn ihr weggeht oder sowas vom Bus, geht spazieren und so weiter, macht einfach auf Off, macht die Maschine aus und gut ist. Auch wenn ich eingesteckt, ist kein Problem, die Maschine zieht nichts. Die Batterie von dem Auto könnte nichts passieren und so weiter. Aber nicht nur mit den Kaffeemaschinen, mit alle Geräte, was ihr habt. Weiß ich nicht, wenn ihr ein Wohnmobil habt, dann gehen 4, 5, 6 Stunden unterwegs. Es lohnt sich nicht, alles einfach einzulassen. Weil die Maschine für die erste Betriebnahme, das heißt für die erste Mal, das dauert nicht so lange. Mit zwischen 3, okay, sagen wir so, maximal 4 Minuten ist warm. Ja, und das später könnt ihr euer Espresso oder Espresso-Lung ohne Probleme vorbereiten. Okay. Und ja, das heißt, lohnt es sich nicht unbedingt die ganze Zeit anzulassen. Ich hoffe, dass mit diesem Video, das ist mein drittes oder viertes Video über PET-Maschine, 12 Volt und so weiter, weil ihr Deutsch möchte das Ganze detailliert haben. Ich gebe mein Bestes, euch immer so ein bisschen nach Detail gehen und ja, wie euch gefällt. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Hoffe ich, dass alle mich verstanden haben. Und wenn ihr noch Fragen habt unter dem Video, lasse ich euch den Link zu diesem Verstecker. Zigarette einzünden. Also das braucht nicht unbedingt nur mit dieser Maschine zu benutzen. Ihr könnt mit anderen auch andere Geräte. Ja, weil es eine verstärkere Zigarette entzünden. Das heißt, bis 20 Ampere könnt ihr das ohne Problem verwenden. Drüber dann muss etwas anderes kaufen. Okay. Und ich lasse alles Informationen unter dem Video und dann ja. Wenn das nicht klar sein sollte, einfach mich kontaktieren, anrufen. Das ist kein Problem, das quatschen wir ein bisschen zusammen. Okay, ich wünsche dir einen schönen Tag, eure Technik Antonino. Ciao.